Letzte Woche haben wir die Tora erhalten. Und was ist der erste Shiur, den uns Moshe Rabbeinu beibringt nach dem Erhalten der Tora? Parashat Mishpatim. Ganz einfache Regeln, Gesetze. Du darfst nicht stehlen, du darfst nicht betrügen, wie tut man Geld ausborgen und so weiter und so weiter. Ist das der passende erste Shiur nach dem großen Spektakel des Tora-Erhalts? Hätten wir uns nicht was viel, viel Spirituelleres, was viel Besonderes erwartet? Aber ehrlich gesagt, auch bei den 10 Geboten, bei dem Erhalten der Tora, sind auch von 10 Geboten 6 Gebote völlig zwischenmenschlich. Elternehre, Begierde und so weiter und so weiter und so weiter. Was hat es damit auf sich? Die Wahrheit ist, hier möchte uns die Tora vermitteln, was eigentlich die Tora ist. Die Tora ist nicht im Himmel, die Tora ist nicht nur in der Synagoge, die Tora ist nicht eine spirituelle Angelegenheit. Die Tora ist Torat Chaim, sie ist die Tora für das Leben und deshalb fließt sie ein in alle alltäglichen Bereiche des Lebens. Man erzählt über ein Treffen zwischen einem Rabbiner und dem Dalai Lama und sie haben untereinander diskutiert über Religion. Dann ist eine Frau aufgestanden im Publikum und sagte, werter Rabbiner, wenn ich mich entscheiden würde, Gott näher zu kommen, würde ich den Weg des Dalai Lamas wählen und nicht des Judentums. Und der Rabbiner hat sich sofort zusammengenommen und hat sie gefragt, Sie meinen, der Dalai Lama ist spirituell, er ist auf einem Berg abgesondert und so weiter und so weiter und deshalb ist der Gott näher. Aber ich glaube, um wirklich zu erfahren, ob er Gott näher ist oder nicht, wir als Mensch sollten wir seine Frau fragen, denn die wird es am besten wissen. Und alle begonnen zu lachen. Der Dalai Lama hat doch keine Frau, werter Rabbiner, haben Sie das nicht gewusst? Hat der Rabbiner geantwortet, genau darum geht es. Der Dalai Lama glaubt, er ist spirituell, aber er weiß nicht, wie man mit den alltäglichen Dingen im Leben umgeht. Er hat keine Frau, er hat keine Kinder, muss sich nicht kümmern um Haushalt. Er weiß nicht, was es bedeutet, das Spirituelle in das Weltliche einfließen zu lassen. Anders aber ist unsere Tora. Unsere Tora will Gott nicht im Himmel lassen. Sie möchte, dass Gott auch auf der Erde ist. Unsere Tora will nicht, dass die Lehren nur spirituell und philosophisch bleiben, sondern dass die Tora auch in unser alltägliches Leben einfließt. Und deshalb, gleich nachdem wir die Tora erhalten haben, weist uns Gott an, was machen wir mit dieser Tora? Wir leben die Tora in unserem alltäglichen Leben. Shabbat Shalom!